Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und wir spielen das große Finale vom Dropper. Hallo Paluten. Hallihallo. Ach, das war's schon? Ja, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Okay. Ja, nachdem wir in der letzten Folge den Diamant nicht gefunden haben und ihr uns so hilfreiche Kommentare geschrieben habt, wissen wir natürlich jetzt, dass er sich irgendwo da unten befindet. Wir müssen in Spinnweben landen. Irgendwo und, da befinden sie sich. Genau. Und oh, jetzt werde ich gerade angerufen. Das ist ja großartig. Moment. Hallo? So. Perfekt. Hallo. Hey, hast du die Zeit überbrückt, oder? Ich habe dich ein bisschen mit Fleisch beworfen. Das ist lieb von dir. Geboxt. Dann werde ich jetzt direkt mal ein bisschen von nehmen. Geht nicht, okay. Lass dir schmecken. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, wir haben den Diamanten hier unten. Paluten, wie machen wir das denn jetzt? Also ganz im Ernst, ich brauche keine Diamanten mehr, was ist los? Weißt du, ich bin ein rich bitch, weißt du, und von daher kannst du ihn gerne schnappen. Mich interessiert eigentlich jetzt nur noch das Extra-Level, das wir haben, wenn wir alle Diamanten sammeln. Ja, das müssten wir doch dann sehen. Was ist das? Suchst du dir schon wieder einen Vorteil? Oh, ich war versucht. Nein, ich springe jetzt hier runter und lande jetzt hier ganz galant in den Spinnenweben. Sehr gut. Ich hab's auch geschafft, komm schon. Und dann einmal. Nee. Gehen wir nach links. Genau, da ist er, Komm, schnapp ihn dir. Komm. Ey, ist er da echt schon? Ja. Oh, tatsächlich. Ich dachte, der wäre irgendwo oben. Nee. Und nach oben müssen wir wieder zurückkommen jetzt. Willst du ihn nicht sicherheitshalber mal in die Ender-Chest packen, damit du, wenn du gar nicht. Nee, ich bin so ein wilder. Du liebst das Risiko, ja? Genau. Ich lebe für den Thrill. Hab ich dich schon gefragt, wie es dir geht? Nein, hast du nicht, aber mir geht's gut. Und wie geht's dir so? Auch alles? Ja. Also ich sehe schon wieder nichts jetzt. Ich bin blind wieder. Ich bin komplett dunkel. Ja, ich auch. Das ist nicht so gut. Oh, Moment. Okay, jetzt sehen wir ein bisschen was. Aber wir können ja auch rein theoretisch jetzt hier raus einfach, oder? Nee, können wir nicht. Okay, komm schon. Jetzt nochmal. Hopp. Oh, ich dachte, Mann, der King. Ach so, ja, das ist wieder. Das haben wir übrigens inzwischen ja auch gelernt, kann man auch mal erwähnen. Jetzt dürftest du auch gleich wieder nichts sehen. Ja. Nee, ich bin jetzt. Wenn ich hier draufklicke, dann wird mir natürlich hier angezeigt, wie viel Sprungkraft ich habe. Ich habe in den alten Folgen fälschlicherweise ganz oft erwähnt, es wäre so, dass man dann 3-4 Sekunden, drei, vier Mal springen könnte. Aber natürlich genau, das war eine extravagante Theorie von uns, die wir aufgestellt haben. Ja, da gab es auch einen riesigen Shitstorm. Ja, okay. Jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft. Ich raste gleich völlig aus hier. Ist das skandalös, weißt du, ich warte hier Stunden hier oben. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade mal runtergesprungen bin, ehrlich gesagt. Weil ich bin gestorben. Mega. Also notfalls könntest du auch einfach drauf gehen und dann bist du direkt wieder hier oben. Ja, ich töte mich jetzt einfach. Die Frage ist ja, wie wir jetzt, wir kommen, ja doch, jetzt weiß ich es wieder. Sag mir bitte, dass du auch blind bist. Also ich sehe relativ wenig. Okay, dann kurz. Blind ist übertrieben, aber. Ja. Also Entschuldigung dann an die Zuschauer, dass wir jetzt gerade so wenig sehen. Huch, jetzt habe ich gerade einen Grafikbug. Oh. Also ist das mal hier ist Licht angegangen. Krass. Also doch gewollt? Also ich glaube schon, weil hier ist eben an den beiden Sachen auch einmal Licht angegangen. Okay. Hier jetzt spontan nicht. Aber das sieht ja cool aus. Also das ist ja jetzt hier. Oh oh. Xunter. Danke. Das ist ja jetzt mega dämlich, wenn wir nichts sehen. Weil wir hier in das dunkle Loch springen müssen. Okay, das heißt, guckt mal alle kurz weg. Denn der Bergmann muss cheaten. So, hier, komm. Ich schmeiß mal eine Runde. Oh, yeah. Ja, sorry, Leute. Ich weiß nicht, wir cheaten uns hier ein bisschen durch den Dropper. aber ich glaube, das ist auch so gewollt, dass man. Das ist gewollt, hundertprozentig. So, und jetzt müssen wir nämlich hier in das Loch reinspringen. Ihr kennt es und ahnt es bereits aus der letzten Folge. Oh, komm schon. Und Wolken habe ich auch wieder an. Also, ich bin super genial. Komm schon. Ja, voll. Bist du mit GTA 5 eigentlich durch? Nee, nicht mal ansatzweise. Okay, also du machst das Let's Play ja draus, stimmt. Ja, genau. So, jetzt müssen wir einfach da zu dem Button. Aber haben wir nicht sowieso noch einen Diamanten, der noch verschwunden ist? Oder haben wir mittlerweile alle? Nee, wir haben noch den Embryo. Ja, den sagt Embryo. Jetzt sagt er uns Game Over, jetzt muss ich. Genau, okay. Den roten. Folgst du mir? Sehr gut. Ich folge dir unauffällig. Dein Cape flog gerade im Wind herum. Wie in einem Groschenroman. Es ist auch ziemlich windig hier. Aber ich bin vielleicht einfach so flink. Das soll das wahrscheinlich ein. Level 6 wäre einmal noch. Okay, probieren wir nochmal Level 6. Aber das ist natürlich unser absolutes Lieblingslevel, weil es ist der behinderte Embryo, wo dann die Kamera so wackelig wird. Stimmt. Ich bin mir auch. Ich weiß nicht mehr, wo man hier überhaupt. Oh, ach, da ist das Wasser. Ah. Ich hasse dieses Level. Ich konnte mich nicht mal wirklich richtig dran erinnern, wie dieses traumhafte Level aussieht.
Obwohl ich das, glaube ich, sogar auf einem meiner Thumbnails habe. So, komm schon. Ich sehe nur nichts, weil es ist mal dunkel, mal ist es hell, es ist alles total. Nein! Oh, das war so knapp. Das war knapp. Es gab so einen Trick, den kannte ich mal. Ich werde einfach den Diamanten in der Hand behalten, um dann. Der bringt mir richtig Glück. Komm schon. Ach, du verlierst ihn gar nicht, ja? Nö, ich auch. Oh, ja. Verdammt. Nee, der ist die ganze Zeit immer im Inventar. Ich weiß auch nicht, wieso man unbedingt jetzt diese Truhe da benötigt. Ja, dann habe ich bestimmt beim Server irgendwas falsch eingestellt, oder? Keep Inventory, keine Ahnung. Normalerweise. Ach komm! Ja, aber ich hab's keinen geschafft. Spaß. Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Yep. So, ich bin allerdings recht. Immer noch ziemlich betrunken, würde ich mal spontan sagen. Das müsste ja gleich aufhören, glaube ich. Du musst auf jeden Fall ins Hirn des Embryos. Okay. Sofern ich da jetzt nicht noch irgendwie runterfalle. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's denn hier überhaupt weiter? Also ich bin hier in diese Spinnenweben bzw. in dem Wasser gelandet. Okay. Aber ich sehe hier keinen Weg. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das hier der richtige Weg ist. Du musst unten in die Spinnenweben reinspringen. Ach, nochmal, nach ganz unten. Genau. Ach so. Und dann ist da nämlich wieder dieser schwarze Knopf und mit dem kannst du dann nach oben. Oh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist ein bisschen schwindelig. Ich kann vielleicht auch aufhören, sonst einfach andauernd den Knopf zu drücken. Aber jetzt hat er. Hallo? Das habe ich ja wohl sowas von geschafft gerade. Okay, den Sprung muss man doch eigentlich. Oh, ich bin tot. Weißt du, was ich am Tag der Deutschen Einheit gemacht habe? Nee. Ich habe mir tatsächlich den RTL-Film angeschaut. Oh, ich dachte, du wärst irgendwie jetzt Bungee-Jumping oder wärst du aus dem Flugzeug gesprungen. Das, nee, das wäre wär aber so zum Thema an. Irgendwie so. Wäre aber wesentlich cooler und ach komm, wäre wesentlich cooler gewesen. Ein furchtbarer Film. Ja, wurde ja schon vorher irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass der nicht ganz so das qualitativ. Ach doch, Kinder, was ist denn hier los? Angedeutet, das wurde schon angedeutet in dem Moment, wo RTL drauf stand. Wo RTL-Bash. Aber ich denke, da wird kaum einer irgendwie sagen, ja, RTL ist Beste. Obwohl ich sagen muss, dass mir ihre Sportübertragungen immer sehr, sehr gut gefallen haben. Also Günther Jauch. Kann man ja auch nicht so viel falsch machen, vermutlich, ne? Och, doch, eigentlich schon. Also ich erinnere mich noch gerne an das umgefallene Tor. Ja. Es war wirklich, oh, jetzt aber. Wie heißt denn der nochmal? Ich will immer Ralf Ranicki sagen, aber Ja, der war halt ja leider nicht mehr unter uns. Ja. Wie hieß denn der? Marcel Reif. Ja, Marcel Reif, genau. Ja, ich glaube schon. Ja. Oh, bei mir hat dieses Düseln aufgehört. So, komm schon, wenn ich jetzt hinfalle. Zack. So. Gut. Dann muss ich jetzt gleich wieder nach oben irgendwo hin. Komm schon, Junge. Was machst du denn hier? Hi. Du hast mich wieder irgendwie in so einen Talk verwickelt, um mich dann davon komplett abzulenken, dass hier irgendwo irgendwas. Nein! Komm schon, Paluten, komm. Nein! Ey, wieso? Ich bin auch nochmal hochgesprungen. Und bin tot. Wo landen wir? Nein, wir landen wieder hier oben. Nein, ich bin schon. Hallo, wieso bist du denn? Ich bin unten. Nee, ich bin wieder oben. Echt? Ich muss wieder runter. Was ist das denn hier? Ja, dann hast du irgendeinen Knopf nicht gedrückt. Ja. Das ist doch wieder hier alles ein abgekartetes Spiel. Das kann nicht angehen. Ich warte jetzt hier. 2, 1. Ja, du musst nur abwarten, bis dann eben letztlich der Effekt aufhört. Ja, ist alles kein Problem. Kannst du die Reise eigentlich schon sparen, denn ich glaube, der Bergmann hat den Diamanten. Damn you! Okay, dann kannst du uns ja alle hier irgendwie wieder rausholen, ne? Ja, ich hol uns raus hier. Ich hol uns raus. So, jetzt haben wir ein geheimes Extra-Level, ich bin so gespannt. Ui! Das wird bestimmt die Kirsche auf dem Eisbecher, die sich The Dropper nennt. Die Kirche auf dem Eisbecher. Lass die Kirche mal auf dem Eisbecher, du, ja? Auf dem Dorf innen drinne. So. Hab ich gerade Kirche gesagt? Nee, oder hast du dich eben versprochen? Nee, okay, ich wollte deinen philosophischen Gag irgendwie ins Lächerliche ziehen, hab mich dann selber ins Lächerliche gezogen. dementsprechend alles wie immer. Alles wie immer. Guti, alles tutti frutti. So, wir haben's. Wir haben jetzt überall jeden Diamanten. Jetzt bin ich so gespannt. Da hinten ist nämlich eine geheime Tür. Warte mal, ich kann noch hier draufklicken. Warte mal, warte noch mal kurz auf. Ich warte auf dich, natürlich. Ich brauche immer ein bisschen länger. Ja, ist kein Problem. So einen hatte ich früher in der Klasse auch. Bist du schon da? Ach, da bist du ja schon. Ja, hier. Ich habe auch Milch. Oh. Ja, nämlich auch noch mit Milch. Hatte ich auch in den Kommentaren gelesen. Danke dafür. Ich glaube, dafür verliert man dann alle seine Effekte, genau. Die Tür ist auf. Ja. Oh. Kann ich die zumachen? Nein! Ich versuche mir jeden Vorteil. Okay. Es gibt uns denn hier drin? Oh, noch mehr Milch. Bonuslevel. Also wollen wir ein Bonuslevel oder wollen wir hier. Nee, hart, das gefällt mir nicht. Ja, nee, das ist. Okay, Bonuslevel. Und los. Gut.
Rot ist ja immer nicht so gut, der Knopf. Deshalb müssen wir mal gucken. Ich weiß es nicht. Sieht alles ziemlich abgeschlossen hier aus. Also hier, komm mal hierher, hier ist ja der Kürbis. Ach, okay. Oh nein. Du bist da irgendwie immer, du schaltest schneller. Ja. Ach, hier geht's runter. Ja, guck mal, es ist wieder so ein Rats-Level hier. Stimmt. Ich seh nix! Wie, ist bei dir immer noch drin. Dunkel? Nee, ich bin in dir drin. So. So, ich hab dich nur kurz. Ich hab gesagt, nicht während der Aufnahme. Powerpuff Girls! Oh, tatsächlich. Das sieht aber echt cool aus hier. Das, etwa so sieht auch mein Zimmer aus. Ihr könnt es im Hintergrund jetzt gerade nicht richtig sehen, aber so ähnlich ist es eingerichtet. So habe ich mir das auch immer vorgestellt bei dir. Das glaube ich. Das ist von deiner Art. Da unten ist ein Kürbis. Oh ja, da auf der rechten. Oh. Ja. Und Sprung! Oh, Moment. Ah, ich wollte was überspringen. Ja, ich auch. Auf dem Teddybär wollte ich landen, du auch? Ich weiß gar nicht, auf was ich landen wollte. Ich wollte einfach nur irgendwo. So, zack. Warte mal, müssen wir hier vielleicht. Ich will aber überspringen. Ich will jetzt hier nicht. Wo ist denn da? Zack. Da ist auch noch ein Kürbis. Zack. Wieso höre ich so oft Zack? Wo bist du denn? Wo sind denn deine Zacks hier? Weil direkt neben den Spinnenweben konnte man irgendwie runter. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht sicher, ob das so richtig ist. Wie direkt bei den Spinnenweben konnte man runter? Ja, direkt rechts neben der einen, wo wir gelandet sind. Da geht es weiter runter. Ah ja, okay. Ah. Und dann? Oh, ach, hier muss ich einfach noch springen. Ja, aber da sterbe ich doch, wenn ich da runterspringe. Nein, tust du nicht. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und jetzt ein eleganter Sprung. Komm schon, bitte, 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 bitte. Jawoll! Heide Witzka. Oh, da kommt er. Da kommt er. Ui! Oh. Note 1 mit Sternchen. 10 von 10 Punkten. So. Wo müssen wir denn jetzt hier? Da unten ist wieder einer. Sollte ich mal runterschubsen? Nein! Nein, mach ich nicht. Alles gut. Okay, ja. Jetzt. Nee, aber jetzt müsste doch eigentlich der Teddybär dran sein hier. Ah, nee, hier ist ja der. Okay. Aber hier kommt man doch. Hier so rum. Und dann könnte man auf die Nase vom Teddybär landen. Zack. Oh, da gucken wir uns das nochmal an. Ja, das war jetzt suboptimal, glaube ich. Bist jetzt komplett wieder am Anfang. Ja. Oh, oh. Komm, hol den blöden Diamanten. Ich probiere es. Immer diese Wartezeit hier in der blöden und so, ey, das ist alles. Und alle, hopp. Wollen wir denn das experimentelle Level auch noch in Angriff nehmen? Ja, auf jeden Fall, das wäre doch. Also wir können es ja zumindest probieren. Ja. Aber so komplett auslassen müssen wir das ja nicht. Also meinst du, uns ja auch sonst noch für noch eine Folge aufheben. Okay. Du bist aber ein Schlawiner, du. Ein Schlawinski, denn ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht ganz genau, wie lange wir jetzt hier schon aufnehmen. 16 Minuten. 16 Minuten, okay, Moment. There is no diamond in this level. Mann, wieso denn schon wieder? Das kann nicht angehen. Und wieso gibt es hier keinen Diamanten? Also ich gehe einfach mal hier auf die Druckplatte. Ja. Und dann drücke ich hier den Schwarz. Zack. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich nochmal hochspringen. Ups, bin dagegen gedotzt. Ast rein, so, vielleicht nochmal so. Zack. Alter. Hast du ihn? Das sieht echt cool aus. Du musst unbedingt nach da unten einmal irgendwie. Notfalls porte ich einfach zu mir. Weil dann hast du einmal diesen krassen Effekt, dass du eben alles nochmal so von oben siehst. Aus der komplett anderen Perspektive. Okay. Das ist. Sieht wirklich schick aus. Ich probiere es jetzt noch einmal so und wenn ich es dann nicht schaffe, dann. War's das? Dann ist der Drops gelutscht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ein bisschen traurig bin ich ja schon, dass es vorbeigeht. Ne? Ich meine, was machen wir denn dann? Dann haben wir ja gar nichts mehr, was wir zusammen machen können. Ja, da werden wir bestimmt noch was finden. Meinst du? Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Also da werden sicherlich neue Projekte anstehen in Zukunft. Meinst du? Ich bin mir sicher. Zuschauer wollen das überhaupt noch sehen? Nee, das glaube ich nicht, aber das war uns ja seit dem ersten Part von The Dropper egal. Nein, Quatsch. Wie bist du denn jetzt hier runtergekommen? Ja, einfach springen vielleicht. Das überlebst du. Ah. Und jetzt, zack. Und dann musst du einmal diesen Sprung weiter. Das sieht echt richtig cool aus. Am besten einmal so weit nach hinten. Hier ist kein Diamant. Ach, hier natürlich ist ja kein Diamant im Level, okay. Ich war ein bisschen enttäuscht. So, einmal zack ich hoch und dann. Ah, das sieht echt cool aus. Okay. Ja, doch. Zack, tot. Was war der? Das war's jetzt? Das war's hier mit diesem extra Bonus-Level. Einmal diese tolle Aussicht. Und dann. Ja, dann lass uns doch jetzt mal zurück in die Lobby. Okay. Was nicht geht, doch geht.
Und dann können wir uns ja mal platzieren vor dem Knopf, der uns rein theoretisch ins experimentelle Level führen würde. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das da aussieht. Ob das nochmal... ob das die zweite Kirsche auf dem Eisbecher... Oh, was hier? Oh. Siehst du da hinten auch einen Kuchen langfahren? Ja. Sobald ich mit Optifine reinzoome, ist er weg. Ah, nee, ist er da. Hey? Oh. Das ist alles... Ich glaube, der macht hier sauber oder so. Der sieht so aus wie diese... Kennst du diese Roboter? Robo-Sauger da. Genau. Ja. So einen wollte ich schon immer mal haben. Das wäre sehr, sehr praktisch. Paluten. Ja. Wir haben den Dropper offiziell abgeschlossen. Offiziell. Es fehlt allerdings noch das experimentelle Level, das very hard ist. Aber wir stehen ja auf very hard und strong. Und dann werden wir das in Angriff nehmen. Allerdings rette mich, erst. Rette mich. Was? Ja, alles gut. Gehst du Bananas? Bananas. Okay, also dann... okay, ja, dann war's ja. Das. Und dann wollen wir direkt hinterher? Also wollen wir das auf jeden Fall machen? Oder wollen wir die Zuschauer fragen, ob sie das überhaupt sehen wollen? Oder ich würde ja schon mal ganz gerne so einen Blick reinhuschen, ne? Komm, ganz schnell. Nur mal gucken. Okay. Okay. Oh. Hä? Okay. Was ist das hier? Achso, komm wieder. Achso, okay. Bin gespannt. Hui. Ah, guck mal, das ist nur so ein ganz... Ah! Hä? Glasscheiben, ne? Ja, und die sehe ich bei mir mal mega nicht, weil ich Connected Textures oder sowas anhab. Ja. Ich glaube, das ist auch gewollt, dass man die nicht sieht. Okay, dass man sich jahrelang dran tastet. Also, nee, ich glaube, man muss am Anfang nach links, ne? Ja, ich glaube, man muss irgendwie sich immer... Autsch! Immer an die Wände stellen. Also, da ragen doch so schwarze Balken raus. Ja, klar. Und ich glaube, da musst du möglichst weit von entfernt sein. Ach, weit entfernt sein. Okay, ich dachte, drin landen. Nee. Doch, das kriegen wir jetzt noch kurz hin. Warte. Okay, machen wir's. Okay. Nein! Ja, ach, komm. Okay, alles gut. Dazu. Ich werde mich einfach mal direkt dahin stellen, wo du immer stehst. Ich stelle mich genau wie du auf die Druckplatte. Ach so, okay. Das hab ich dir abgeguckt. Dann bin ich irgendwie ziemlich reaktionsschwach. Oh, doch, jetzt? So, wieder zurück. Und jetzt nach rechts. Ah. So, ich hab's geschafft. Ist aber auch. Das war experimentell. Guck mal, hätten wir keine extra Folge für machen müssen. Komm, jetzt war ich noch kurz auf dich. Ja, aber. Hallo. Ja. Dann wird das eine extrem lange Folge. Moment, aber ich probiere es nochmal so zweimal. Also, du weißt, wie ich es meine, ne? Ja, ich hab's ja auch relativ weit geschafft. Nur dann. Bitte? Ja, man muss den schwarzen Dingern ausweichen letztlich. Genau. Ja. Also nach links, dann nach vorne. Ja, genau. Rechts! Oh Gott! Okay, kein Problem. Noch ein Try. So, jetzt schon mal ein bisschen platziert. Rechts! Und nach vorne! Komm. Nach vorne! Yay! Oh, hier springt man voll komisch. So, Paluten, wir haben es geschafft. Tatsächlich! Wir haben es geschafft. Wir haben den Dropper abgeschlossen. Machst du Facecam an? Ist doch die ganze Zeit an. Sehr gut, dann bitte Cam High Five. In 3, 2, 1. Sehr gut. Ja, Dropper ist vorbei. Also, deswegen würde ich sagen, zuallererst, es war mir eine Ehre, Paluten, mit dir diesen Dropper, dieses Erlebnis erleben zu dürfen. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Finde ich auch. Ich gratuliere dir auch zu deinem Sieg. Das war... Da müssen wir gleich drüber reden. Eine herausragende Leistung. Doch, das muss man ja schon würdigen, denn es war ja von würdigen schon, aber ich meine wenig überraschend, deshalb. Ach, Nein, Quatsch. Nein, vielen Dank. Also, ich muss dazu sagen, jetzt kann ich es ja verraten, ich habe ja so die ersten 4 Level mit Sergeant Max schon spielen dürfen, dementsprechend hatte ich vielleicht auch einen kleinen Vorteil. Wäre das nicht der Fall gewesen, hättest du mich sicherlich im Grund und Boden betoniert. Betoniert? Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch kurz die Frage, wir haben den Dropper abgeschlossen, wir sind uns einig, dass ihr bestimmt noch mehr Kollaboration von Paluten und mir haben wollt, deswegen schreibt doch einfach in die Kommentare, welche Map wir uns als nächstes angucken sollen. Ja, wenn ihr irgendwas Cooles habt irgendwie, vielleicht nicht unbedingt jetzt der Dropper, gerne auch mal eine Adventure-Map und ansonsten suchen wir uns da selber was raus. Aber ich finde auch, dass es mit dir auf jeden Fall noch eine zweite Runde geben sollte, Minecraft.
Ja, auf jeden Fall. Dafür bin ich auch. Und ja, vielleicht habt ihr auch so ein paar Geheimtipps, die noch nicht gerade so bekannt sind, die aber gerade so rausgekommen sind. Und da wären wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dann auf jeden Fall das Ganze mal anzutesten. Also, Paluten, hat Spaß gemacht. Wir sind durch mit dem Ding, ey. Bisschen froh bin ich ja schon irgendwie. Aber ich freue mich auch auf was Neues. Ja, jetzt können wir die Sektkorken knallen lassen. Genau. Aber bitte nicht öffentlich, ne? So, muss ja keiner sehen, dass wir jetzt hier mit Rubby Bubble. Robbie Bubble, oh ja, ein guter Tropfen. Guter Jahr. So, bevor wir die Zeit noch weiter hinauszögern. Leute, macht's gut, viel Spaß und ja, bis zum nächsten Video. Dann auch bestimmt mit Paluten. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.